Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man diese Frage nicht von der Seite der Frauen her stellt. Also dass man nicht sagt, die Frauen müssen irgendwas machen, damit sie bei Wikipedia gut mitmachen können. Sondern man muss sich das System Wikipedia angucken und überlegen, was an diesem Medium nicht frauenfreundlich im weitesten Sinne ist. Und dann ist natürlich auch so, dass die Regeln, die bei Wikipedia gelten, von Männern gemacht worden sind, vor längerer Zeit, 10, 15 Jahren wahrscheinlich. Also zum Beispiel diese Relevanzkriterien, die für das Schreiben von Artikeln und unter Umständen auch für das Löschen von Artikeln eine Rolle spielen, die sind von Männern gemacht. Und das heißt natürlich, dass die Themen berücksichtigen und Inhalte berücksichtigen, die für Männer eben naheliegend interessant sind. Ich sag mal Eisenbahn, Sport, Militär. Andere Dinge, wo sich Frauen vielleicht eher identifizieren können oder eher mitmachen würden, nicht dabei sind. Und an diesen Relevanzkriterien müsste man sicherlich mal überprüfen, inwieweit Fraueninteressen berücksichtigt werden. Wobei das natürlich eigentlich ein ganz großes Problem ist, denn man kann ja eigentlich nicht die Welt in Frauen- und Männerthemen einteilen, sondern man müsste grundsätzlich auch hingehen und gucken, wie können die gleichen Dinge aus Frauensicht und aus Männersicht beschrieben werden. Also zum Beispiel die Wirtschaftspolitik in einem Land, die Rentenpolitik in einem Land. Also es gibt ganz viele allgemein interessante Themen, die für alle Menschen interessant sind, die aber auch es verdienen, dass sie aus Frauensicht und aus Männersicht dargestellt werden. Also ich denke, wenn Frauen bei Wikipedia mitmachen wollen, dann wäre es gut, wenn sie sich einen Kreis von Menschen, wohlmeinenden Menschen suchen, mit denen zusammen sie den Einstieg schaffen können. Also es gibt ja spezielle Fraueneinführungskurse, es gibt auch an verschiedenen Orten Arbeitsgruppen oder also lokale Räume, die sich treffen regelmäßig, um Themen zu bearbeiten und Schwierigkeiten zu besprechen. Und da einfach zu gucken, wo fühle ich mich wohl. Manchmal kann man das ja auch online machen. Also man muss jetzt nicht unbedingt an einem Ort sein und dann an dem Ort mitmachen. Man kann auch an vielen Orten sich einfach online dazuschalten und da mitmachen. Also man muss sich irgendwie Unterstützung suchen. Also Menschen suchen, mit denen man auch Lust hat, zusammenzuarbeiten. Und ein Thema, an dem man sich festbeißen möchte.